Er sagte, der Prophet, das ist mein gerader Weg, so folgt ihm. Was folgt danach? Was folgt danach? Er sagt, und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinander führen. Zu den Nutzen gehört auch, dass der Weg der Wahrheit nur einer ist, während die Wege der Irreführung und der Shayatin zahlreich sind, während andere Wege zahlreich sind. Deswegen kann ich nur verstehen, wenn einige Geschwister sagen, ich weiß gar nicht, was richtig ist, der eine sagt jenes und der andere sagt auch dieses und was ist jetzt hip oder hot, ja, da kann ich. Aber damit du aus diesem Dilemma rauskommst, ist also die angesagt zu lernen. In der weltlichen Angelegenheit machst du das nicht viel anders. Du gehst vorher in der Schule, lernst du erstmal die Basis, machst eine gute Entwicklung. Wenn dir alles gelingt, machst du ein Abitur. Du, aus dir wird etwas, du genießt eine Ausbildung in deinem Leben, nämlich eine Unabhängigkeit, eine unabhängige Situation schaffst du dir durch dieses Wissen, was du in der Schule zum Beispiel genießt. Diese Unabhängigkeit nämlich macht aus dir eine Persönlichkeit. Du bist ein selbstständiger, denkender Mensch. Das will aber die Religion genauso. Sie will aus dir einen selbstständigen Menschen machen, ein denkender Mensch, aus der Versklavung der Gesellschaft frei machen. Und nur gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala bis zur Rechenschaft. Und das will ja die Religion. Aber heute ist umgekehrt. Man ist ja, mashallah, tabarak ar-Rahman, was weltliche Angelegenheit betrifft, ist man inzwischen eine große Bedeutung geworden. Aber in der Religion Analphabet geworden. Und das kann nicht sein, dass man in der weltlichen Angelegenheit zu den Wissendsten, zu den Fortgeschrittensten, zu den gebildesten Menschen, zu den Zivilisierten, aber in der Religion ist er ein Analphabet. Er kann nicht mal mehr die grundlegende Angelegenheit. Fragst du ihn, Beispiel die Annullierung des Wudu, dann kratzt er sich den Kopf. Fragst du ihn über Annullierung des Gebet, kratzt er sich auch noch den Kopf. Wenn er so weitermacht und kratzt sich den Kopf, hat er irgendwann eine Glatze. Ja? Das geht nicht. Also muss er lernen. Das ist ja Wissen, Achi. Wissen, subhanallah, unsere Religion basiert auf Wissen. Unsere Religion duldet keinen Unwissenden, denn derjenige manövriert sich ins Abseits. Aber Wissen, Religion bestückt dich, Religion respektiert dich, nämlich du hast einen Verstand. Und diesen Verstand hat Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben. Und genau diesen Verstand sollst du auch dann benutzen.